Hallo Reptilienfreunde und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich heiße Sven, da oben ist Woody und der Even ist in der Schule, der muss was lernen. Ja, und worum geht es in diesem heutigen Video? Im heutigen Video, im Teil 1, geht es darum, wie ich in mühseliger Kleinarbeit über lange Zeit diesen Ast da oben selber zusammengebaut habe. Und im Teil 2 seht ihr dann, wie wir das Ganze eingebaut haben und dekoriert haben. Ja. Ich denke mal, für die Leute, die es interessiert, wie man Ast baut, bleibt dran und für den Rest schaltet einfach ab. Ciao, ciao. So, heute kam ein Paket von den Tenners. Die haben mir ein paar schöne Korkäste zugesandt. Da das Ganze 300 Kilometer weit weg ist und ich keine Möglichkeit hatte, dorthin zu fahren, hat man mir das Ganze per Bilder ausgesucht nach dem, was ich haben will. Und jetzt gucken wir mal, ob das auch so funktioniert. Aber das ist schon mal der absolute Hammer. Ich habe gesagt, was ich brauche. Und wollen wir mal gucken, ob das dann auch hier drin ist. Mal sehen. So, hier haben wir. Oh. Guckt mal da rein. Ich bin zu klein. So, jetzt habe ich hier einmal die Rückwand bearbeitet. Könnt ihr mal sehen. So als Auflage, jawohl. Bevor ich die Geschichte. Dann habe ich mir hier schon mal ein schönes Holzstück oder ein Korkrinnenteil ausgesucht. Das kommt dann hier rein. So muss man sich das vorstellen. In die Richtung gehen hier drin noch Äste weiter. Aber das hier wird auch primär einer der Sonnenplätze werden. Ja, das Ganze habe ich einmal hier gemacht. Wird dann hinterher noch schön verbunden mit Silikon, sodass man das dann hinterher auch gar nicht mehr sieht. Und einmal hier unten auch. Weiß nicht, ob wir da jetzt mal einmal rankommen. Hier unten habe ich das gleiche Loch gemacht. Hier habe ich auch ein schönes Teil. Das kommt hier genau rein und sieht dann aus wie ein Teil von der Mangrovenwurzel. Ja, kannst du einmal von ein bisschen weiter filmen. Dann sieht man hier so schön die Struktur, die erhalten bleibt, übergehen in diese Struktur. Okay, weiter geht's. Ja, heute werde ich mal versuchen, aus diesen ganzen Einzelteilen hier, die ich wegen dem Transportmaß von 1,20 Meter so gesendet bekommen habe, das ist auch ein Einzelteil, mal einen großen Ast zu machen. Das Ganze werde ich mit Hülsen verbinden, Hülsenschrauben und Leim. Und hier werde ich das Ganze auch so in den Ast einbringen, dass ich das hinterher verschäumen werde. Und hoffentlich habe ich dann einen schönen Ast, den ich als Diagonale in meinem Terrarium verwende. Und hier vorne, wisst ihr ja, soll dann der erste Sonnenspot sein. Na gut, mal gucken, ob es funktioniert. So, jetzt versuche ich mal hier diese Hülse hier auf Länge zu machen. Versuche da drin dann die Bohrung herzustellen, um das zumindest schon mal als Stabilität mit einzubringen. So, das erste Teil ist verbunden, steckt schön der Metallboden drin. Ja, das Ganze noch verleimen, die Lücken. Da nutze ich dann hier dieses Zeug und werde dann die Lücken richtig mit auffüllen. Dann sieht man das hinterher nicht mehr. Perfekt, das sollte halten. Jetzt das da unten. Jo, das scheint soweit schon mal stabil zu sein. Das Ganze noch verleimen, ein bisschen schick machen. Ist der erste Teil fertig. Den haben wir jetzt erstmal nackig gemacht. Ja, die ganzen schönen Reste, das kann man hinterher alles noch verwenden. Für den Bodengrund, für den Bioaktiven, das nehme ich natürlich alles. So, dieser muss jetzt, muss ich mir hier ein Loch
noch das passende Loch bauen. Dann schiebe ich das da rein. Dann wird das verschraubt, verleimt und dann sollte das auch gut aussehen. Los geht's. Ja, das war ein langes, trockenes Video, ja, über wie baue ich mir einen Ast. Klar, wäre schön gewesen, wenn er gleich so groß gewesen wäre, aber ist wie es ist. Und ich zeige dir auch, wie gesagt, jeden Schritt, den ich hier mache, um das Ding hier zu bauen. Ja, sollte euch dieser ganze Bau von dem Terrarium gefallen, vergesst nicht, guckt oben vielleicht unsere Playlist, ne, drückt unten vielleicht ein Abo dalassen und auf den Like-Button. Ihr verpasst dann keine weiteren Folgen, ne? Und seht dann auch, irgendwann mal zum Schluss wird hier auch mal ein Tier einziehen. Wir würden uns freuen. Danke dafür und wir sehen uns. Ciao, ciao.